Ah, jetzt kommt Reis, also XD. Ja. Ich kann es nicht gut verbinden ohne... Also wechseln. Wenn es nicht in der Wechselliste ist. Ohne rauszufliegen. Ich habe keine zusätzlichen Inhalte. Go, 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 go. Kein Bock mehr auf Wulong. Ja, bin das leider auf der PlayStation, sonst wäre ich mit Hunden gekommen. Ja, leider bin ich auf der PlayStation oder auf der Switch unterwegs. Ich kann doch... Ja, jetzt dachte ich schon wieder. Ich kann hier nicht sprinten. Was soll denn der Mist? Aber allzu lange mache ich heute auch nicht mehr. Ach stimmt, ich habe ja noch die offen. Ich muss ja noch in die rein. Camelius das Schwein. Ist doch schon gemütlicher. Ein bisschen. Hallo. Guten Tag. Oh, ich hätte, glaube ich, noch ein paar Illwitze einsammeln sollen. Bitte lächeln für Foto. Wir machen natürlich auch ein bisschen Schaden. Yo! Cool, dass die einen Revierkampf machen, aber hallo! Kommt doch zu uns, Revierkampf machen, ist doch viel cooler. Oh, ich habe gerade voll die Tastenverwirrung. Leute, ich komme nicht mehr klar. Hi, hi. Grüße zurück natürlich. Oh Gott, ich krieg hier eine Krise. Oh ne, oh ne, oh ne, es hat mich vergiftet. Oh Gott. Ah, da ist es. Da ist es ja.
Automatico. Siehste Nito, ich bin noch nicht mal bei Valtrax, ich bin immer noch bei Chamelios. Ich habe noch einiges zu tun. Gegangen. Unsichtbar K.O. Au. Das war nicht nett. Und das sowieso nicht. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. So, ein wenig eingerostet XD. Ja, ich bin echt schon eingerostet. Ich krieg die Krise. Der hat mich einfach weggeballert. Na, da hast du wenigstens was zu lachen. Hat hier noch irgendein... Hier sollte doch irgendwo noch ein Objekt rumliegen von dem... Ja, hier. Nö, Drachenschatz. Ich will keinen Drachenschatz. Echt eingerostet. Ich kann ja schon die Kampfangriffe nicht mehr von der Morphe-Axt, die... Und ich brauche mal eine bessere. Eine viel bessere. Hallo, Junge. Cool, der Schwanz ist ab. So einfach geht das. Wow, 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 wow. Beruhig dich doch mal. Spiele das Bild mit Full Valtrax. Ist zwar nicht das Beste, aber ich brauchte nicht so viele Mats, da ich ja die Rüstung eh schon hatte. Ja, ich hab den noch nicht mal. Oh mein Gott, mein Leben, mein Leben. Jo Gott, ich muss mehr auf mein Leben achten. Ja, Fighter Kick, den ich nehme ihn mal aus. Ich bin gemein. Wow, was minus 9. Hä?
Hey, die Viecher haben mir was geklaut. Die mir fehlt, ist Glef, und da weigere ich mich, eine zu bauen XD. Wieso denn? Glewe ist doch cool. Da kannst du rumspicken wie ein Flummiball. Oh mein Gott. Ich will immer mit Kreis ausweichen. Dabei ist Kreis nicht ausweichen. Au. Das ist mir egal, aber ich habe keinen Bock, mit einem Q-Tip anzugreifen. Hä, wie meinst du das? Mit einem Q-Tip? Hast du dann... Was? Okay. Ach komm schon, wieso immer auf mich? Ich krieg eine Krise. Ich mag einfach keine Stangenwaffen. Auch wenn es AI-wendig ist, aber mit Insekten rumballern und so ist nicht mein Stil. Komm schon, baller mit Insekten rum. Oh komm, mach ihn fertig, ich krieg eine Krise, sonst schaffen wir den nicht wegen mir. Tut mir leid, Leute, ich bin zweimal verreckt. Sage ja wie nen Q-Tip, setz ne Spinne oben drauf und schieß es AI los. Ist dasselbe XD. Oh, du bist gemein. Oh, hier hinten hat's'n irgendwas. Oh, schon wieder so eine Wiefernpräne. Armes Camellius, schau dir das arme Ding an. Es streckt sogar die Zunge raus. Wenn ich ihn im Auge treffe, blende ich ihn damit auch. Oh Mann. Hoppala! Yo! Ja, sicher wird gespeichert, hallo? Ja, wie erwartet. Ich habe Camellius besiegt. Du bist happy, ich bin happy, alle sind happy. Yay, Level. Ich habe Jägerrang 28. Juhu. Oh Mann, hier fehlt ja noch einiges. Tut ihm. Ich sträube mich, die Randale-Waffe zu machen. Oh. Klar, mach, Co.
Ah, das ist die Ibushi-Waffe jetzt. Jetzt hat's Kling gemacht. Ja. Nein. Das größte Problem ist bei mir Geld. Geld, Geld. Ah, das sind die. Ja, machen wir, komm schon. Tun wir, machen wir. Oder auch nicht. Kommt schon, Leute. Ich will nicht. Ich will reinjoinen. Oh, ich muss etwas essen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich darf das Essen nicht vergessen, sonst sterbe ich nach 2 Sekunden. Essen nicht vergessen, sonst stirbst du. Das wäre nicht so geil. So, dann entweder machen wir das jetzt. Will niemand machen. Will das jemand machen? Hat's da Leute? Hallo? Spielt noch jemand? Ich glaube, spielt hier gar niemand mehr. Dann machen wir doch eine. Machen wir erst den. Go! Sterben, um zu sterben. Das wird lustig. Hier hat's ein unbekanntes Monster. Oh, bis die reinjoinen, wenn jemand reinjoint. Ich hoffe. Ich hoffe. Kann ich hier noch ein bisschen Glitzer... Käfer sammeln und so. Oh Mann. Hier jemand oder kommt hier niemand? Leute, helft mir, ich schaff's nicht alleine. Geh wieder rauf, bitte. Hallo? Rauf, nicht seitlich. Yay! Auf zum Sammeln! Also ich warte ja eigentlich nur noch auf Leute, die helfen kommen. Oh, cool. Habe ich noch nicht mal entdeckt gehabt. Umso besser. Umso besser. Oh, und Bartel Gäuse. Und tschüss. Bye. Bye, bye. Ich bräuchte aber noch ein Foto von dem Ding. Und tschüss.
Hi. Oh. Renn. Renn. Wow. Wo bleiben die Leute? Spielt keiner mehr Monster Hunter? Hallo? Lebt hier noch jemand? Ich glaube, das Spiel ist tot. Dann muss ich es alleine versuchen, aber. Bom. Ha, es ist K.O. Yay, rohes Fleisch, genau das, was ich eigentlich nicht will. Alles außer rohes Fleisch, Leute. Au. Es hat mich verprügelt. So, geht doch. Kam mir gerade wie ein Anfänger vor. Antikergeweih. So, kommen die endlich? Kommt schon, Leute. Bitte. Ich brauche Hilfe. Allein schaffe ich den nicht. Also glaube ich zumindest. Ich geb's zu, ich bin nicht so gut wie ihr. Joint rein. Okay. Hm. Yay, endlich! Endlich kommt jemand zur Hilfe. Hat er echt vor mit... Nee. Oh mein Gott. Kann man da rauf? Coolio. Ist der irre alleine? Und genau wegen dem. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hätte lieber den Bogen ausrüsten sollen oder so. Ich komme ja nicht mal ran. Bleib an Ort und Stelle. Ja, ich war in der Luft, aber ist ja nur ne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es bringt mich um. Leute, es bringt mich um. Glück gehabt. Oh Mann. Ich hasse Rajang.
Aber irgendwie müssen wir den machen. Ist ein Auftragsquest. Oh oh. Nee, 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 bitte nicht auf mich. Nee. Was hab ich dir getan? Weh, wir haben mal Schaden gemacht. Geil. Nee, 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 nee. Ich bin da, um euch anzufeuern. Nein! Oh mein Gott, wenigstens bin ich nicht gestorben. Bye, Rajan. Viel Spaß. Ja. Der Rajang ist Rachi. Nee. Volltreffer! Ja, das ist bei Rajang nicht so einfach. Nee! Er hat mich verprügelt! Ach, ihr macht es schon. Ich klau mir hier kurz die Reißzähne. Und wir müssen ihn fangen, das wird lustig. Au. Jetzt hatte ich Glück. Oh nee. Hä? Wo ist er? Wo ist der Kleine? Komm schon. Jetzt. Volle Pulle. Oh mein Gott, meine Waffe ist im Arsch. Lass mich bitte. Lass mich bitte, 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 bitte. Lass mich einfach. Uah, nee, geh weg. Geh weg, geh weg. Junge, Junge, Junge.
Los, in die Wand mit ihm! Noch eine Wand. Geht doch. Und jetzt prügelt auf ihn ein. Au. Und er haut wieder ab. Los, hinterher! Rennt ihm nach! Stellt ihn! Tötet ihn! Oh nein, nicht töten, fangen! Sonst können wir es gleich nochmals machen. Jo, zum Ausweichen kann man es auch gut benutzen. So, rein ins Monster. Au! Wow! Nee, nicht schon wieder. Bitte nicht. Leute, Hilfe! Danke. Au! Los, Leute, brecht ihm seine Teile. Das ist gemein. Oh, Bartlegoisa is here. Na toll. Nee, bitte nicht. Okay. Oh, kommt schon, wir müssen ihn hier noch fangen. Go, 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 go. Könntest du aufhören? Toll.
Nicht töten, fangen, Leute. Sonst können wir den Quest gleich nochmals machen. Und auf das hätte ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen nervig, wenn die zwei hier... Leute, sind jetzt alle drei hier? Ernsthaft? Geht doch! Geht doch! Party! Party! Ich schaff's noch! Ich schaff's noch! Jo! So, ich gehe kurz aufs Klo. Bin wieder da. WB, sag ich da nur. Yo. Wir sind jetzt schon Level 29 sozusagen. Gegessen haben wir, dann geht's wieder weiter. Ja, komm, wir...
schaffen das irgendwie. Die haben schon 2 von 3 Monster erledigt. Oh, nicht schlecht. Würde ich mal sagen. Was? Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Voll die Verarsche. Ich komme in den Quest rein und der Quest ist mehr als die Hälfte schon gemacht. Yay! Oh, wo bin ich? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Orientierungslos. Na dann. Du kannst dich nicht bewegen, okay? Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Leute, ich weiß nur, dass ihr da vorne irgendwo seid. Irgendwo da vorne. Ich kämpfe mich hier durchs Level. Nur für euch. So, hier ist die Spinne. Oh, schon wieder gebrochen? Oh ja, wir machen das schon, ist okay. Au! Die Quest fertig. War ein bisschen unfair, weil wir reingejoint sind, als sie schon 2/3 fertig war, aber ja. Kann man glücklich sehen oder auch nicht. Ja, ich hätte schon gern wieder ein Monster Hunter mit Monster Hunter World Grafik. Das wäre schon geil. Vase für Florier? No. Okay, okay. Was kommt doch? Yay! Ich brauche eine bessere Rüstung, sonst verrecken wir. Was habe ich überhaupt an? Ich habe doch eigentlich erst eine Rüstung gemacht. Letztes Mal Narva-Rüstung haben wir doch. Die ist gar nicht so schlecht. Die müssen wir nur verbessern. Ah, okay, ich weiß, was da. Ich weiß natürlich, was nicht gut ist. Und zwar Geld, Geld, Geld. Was kommt ein neues Monster Hunters raus? Wurde das schon angekündigt? Ernsthaft? Ich weiß nichts. Wieso weiß ich von nichts? Das ist gemein. Monster Hunter 6 BZW Paradise soll doch kommen.
das Sequel zu Monster Hunter World. Wow, wann ist das bekannt? Wann ist das bekannt gegeben worden? Und kommt das auf schon zu Anfang auf die PlayStation? Oh, jetzt habe ich es rausgefunden, was hier das Problem ist. Ja, ich brauche Geld und weiß nicht, wie ich rankomme. Narva-Sachen haben wir. Kommen wir. Schon letztes Jahr und vor ein paar Wochen wurden schon ein paar Leaks dazu gefunden. Okay, aber noch nichts Offizielles. Na dann. Jetzt hast du mir gerade voll Freude gemacht. Ich so, ja, Monster Hunter Sequel. Ich dachte jetzt schon. Das, was Offizielles draußen wäre, das wäre so schön. Naja, dass die offiziell daran schon arbeiten, ist schon bestätigt. Und vielleicht kommt es Ende des Jahres vielleicht raus oder nächstes Jahr. Nee, bitte dieses Jahr noch. Ich brauche ein besser, also grafikmäßig ein geileres Monster Hunter. Das wäre schon geil. Also klar, das ist die alte Grafik halt von den Nintendo und so, was auch nicht schlecht ist, aber Monster Hunter World hat mich schon geflasht mit der Grafik. Und von der Story her, ach du heilige Scheiße, das war die beste Story ever. Ever. Also von Monster Hunter Teilen, finde ich jetzt. Ja, ich komm, ja, ich mach, ja, ich mag normal weiter nach oben. Perfekt, geht doch. Ich könnte die Rajang-Waffe machen, die habe ich noch nie gemacht. Ist die gut? Komm, ich mach einfach. Ja, ist schon geil. Aber ich sage mal so, ich bin froh, wenn es einfach ein spielbarer Titel wird, der funktioniert und nicht so wie der Ganzes. Ja, das hoffe ich auch, aber ich denke eben Monster Hunter, das war bis jetzt immer zu gebrauchen, finde ich jetzt. Hoffe nicht, dass die da nachlassen und voll zerstören. Das wäre jetzt echt nicht so geil. Okay. Habe ich jetzt? Ibushi wäre auch noch cool. Oder Narva. Oder das da. Oder das da. Oh Gott, ich will zu viel. Egal. Wir haben jetzt das gestärkt. Wir könnten noch einen anderen gucken, ob wir ne Wildhards, die PC-Performance ist unterirdisch und selbst die Grafik für so ein EA-Titel ist Müll. Dieser Blur-Effekt ist ja grausam und die. Was für ein Blur-Effekt? Ja, dass die Grafik schlechter ist wie bei MH, ist klar. Also tut mir leid, MHW sieht einfach nur
mit Abstand richtig geil aus. Und die Maps haben mich auch so beeindruckt, dass das alles so schön gestaltet war und so, also echt. Weißt du, was auch geil wäre? Monster Hunter World VR. Aber da muss erstmal die VR-Technik besser werden. Ey Gott, dann würde ich nie mehr aus dem Spiel rauskommen. Was kommt schon? Irgendjemand macht den doch. Na, dann mach ich ihn halt. Ist ja gut. Ist ja gut. Chlor, wir machen den jetzt, den Kushala da oder? Oh, ich hasse das Ding. Und bitte macht keine solchen. Boah. Macht lieber wieder so Szenen wie bei Emma. So, dann machen wir das wie letztes Mal halt. Die super tolle VR 2 Sekunden für die PlayStation nicht gut. Hätten es AI auch das Geld direkt in den Kamin schmeißen können, ist schön. Ja, komm, ich finde die VR-Technik im Moment eh nicht so der Hit. Die ist noch nicht mal ausgereift, also. Ja. Oh, das ging leider schneller, als ich wollte. Jetzt, wo ich mal am Tiere sammeln wäre. So majestätisch. Nee, nee, also. Ich denke schon, dass da wieder was Cooles rauskommt. Jo, du bist einfach wunderschön. Bist mal ein echter Drache. Bleib so, bleib so. Okay, nehmen wir. Nehmen wir. Ich hoffe einfach, sie nehmen wieder die Seilkäfer raus und machen was Besseres rein. Autsch. Das hat gesessen. Ja, ist ja gut, Windy. Wow. Oder eine neue Waffe wäre auch wieder mal geil. Zu Achse-Modus beim Laufen bist du mobiler. Was? Echt? Ist man so mobil? Wuhu!
Leute, 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 los, hinterher! Geht! Schnell! Macht! Umwelten mobiler wie im Schwertmodus. Oh Gott. Hello, kleiner Winddrache. Nee, schlag mich doch nicht, wenn ich gleich in die Höhe will, du Bastard. Bastardo. Du kleiner Cucaracha. Jetzt hab ich gedacht, was will er? Sorry, aber der Kampf gegen Daura mag... gegen ihn ist schon... Kushala Daura ist schon besser im MHW. Iceborne. Oder auch normal. Beide sind geil. Geil, geil, geil. Wie habt ihr Zeit noch irgendwelche? Einmal R2 drücken, damit du wieder im Achse-Modus bist beim Laufen. Und du bist wirklich mobiler alleine, dass du dann rollen kannst. Wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Wo ist er? Hä? Ah, da. Nee. Ah, doch. Er war zu dunkel, ich habe ihn nicht gesehen. Oh mein Gott. Ja, go. Und die sollen die Revierkämpfe wieder richtig reinnehmen. Das war so geil. Das, was sie hier machen, ist so... Ich weiß auch. Nichts wert. Und sie sollen wieder ein Flaggschiff-Monster reinnehmen. Wie die Kulvetaro, die war geil. Die war echt geil. Mal auf Sandbreak, dann hast du deine Flaggschiffe XD. Gibt's dort so große Monster? Also so wie Kulvetaro? Au. Ich hab Drachenpest, yay! Leute, was tut ihr denn? Helft mir doch, ich bin ein armer Junge. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen, lasst mich in Ruhe! Oh mein Gott, ich kann nie... Ich will immer mit Kreis ausweichen. Das geht ja mal gar nicht. Das ist eine Sauerei. Ja, aber Garangolm ist doch kein Flaggschiff-Monster. Der ist nicht so groß. Du meinst den Affen da, der Feuer... Wasseraffe? Feuerpflanze? Feuererde? Irgend sowas? Einfach der Zwei-Element-Typ da, ja. Aber der ist doch nicht so groß wie ein Flaggschiff-Monster.
Den habe ich auf der Switch auch schon bekämpft. Naja, du bist nicht mal zu groß wie sein Kopf. Ich weiß nicht, ob das klein ist. Ja, aber ich meine, da Kulvetaro geht ja so durch ein Level durch und du musst es in einer gewissen Zeit abwehren. Sowas hätte ich gerne wieder. Das war schon special geil. Garamgolm ist groß, aber nicht ein Flaggschiffmonster. Oh Gott, ja, komm, mach mich fertig. Ist okay, ist okay. Wieso nehme ich eigentlich die? Ja, dafür ist ja in Reise die Randale eingeführt. Ist ja was komplett anderes dann von der Mechanik. Ja, aber ich finde die Randale nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich mag die die Randale nicht so. Ich weiß nicht. Ist okay, aber man hätte es vielleicht besser ins Spiel einbauen sollen. So gut ist das ja auch nicht eingebaut. Da hast du zwei, drei Kämpfe, die du unbedingt so machen musst und alles andere ist... Ist nicht geil, aber ist halt in Reise leider so, muss man halt wieder auf ein neues Spiel warten. Ja. Ja, so wie immer, neues Spiel. Nur leider brauchen neue Spiele immer so lange. Du bist ein Nervdrache. Weißt du das, du Sturm... Spinner. Haha, getroffen. Man darf nicht vergessen, Reise wurde für Switch als erstes entwickelt. Die alte Switch hatte nicht so viel Power wie die neuere jetzt und. Ja, ich habe immer noch die alte, ich habe nicht die neue. Oh Gott. Ich meine, sogar die Alten hatten mal ein Flaggschiff und die Nintendo nee, nicht der GameCube. Ah, die Wii und die Wii U waren auch nicht der Burner und hatten Flaggschiff-Monster. Wuhu! Aber ich finde es halt allgemein schade, dass man so lange braucht für Spiele, dass es so lange geht, die zu programmieren. Klar, ich verstehe, es ist nicht ganz einfach, aber schade, schade für die Spieler. Oh, es ist umgefallen. Konsolen, die stationäre sind und mit großen Displays, TV, gearbeitet. Eine Switch sollte ein Handheld sein. Ja, Switch ist so ein Prototyp von beiden halt. Mal gucken, wie sie die nächste Konsole machen. Ob das nochmal so ein Zwischending wird. Oder ob sie wieder auf beides gehen.
Und dann habe ich wieder noch mehr Konsolen. Ich hatte ja früher eine Nintendo 3DS und eine Wii U für die Nintendo-Spiele. Weil auch dort nicht immer beides die gleichen Spiele drauf kamen. Autsch. Komm schon, kleiner Drachi. Geh mal drauf. Wenn eine Konsole rausbringen, sollten es AI lieber mal mehr für die Community machen. Sprich ausgebautes Multiplayer. YT Netflix App für. Nee, ich finde jetzt, Netflix braucht die Switch nicht unbedingt. Das kannst du auf so vielen verschiedenen Plattformen gucken. Wow! Der will mich hier wegpusten. Hat wer gesagt, du darfst einfach so wegpusten? Au! Du kannst keine Fallen stellen, Junge, das ist ein Drachenältester. Die Switch-Konsole ist in vielen interessant, aber was Multiplayer und so angeht und Nutzung, was man hätte machen können, ist es AI um Jahre hin. Ja, dort hätten sie besser ausbauen können, aber... Kennst ja Nintendo, die machen immer kleine Schritte. Ganz kleine Schritte. Das siehst du ja auch bei Pokémon, bei der Grafik. Sie wird zwar immer ein bisschen besser, aber in so kleinen Schritten, dass du die Verbesserungen meistens gar nicht bemerkst. Außer sie wechselt wirklich auf eine andere Konsole, wie zum Beispiel damals von der. Es gibt nicht ein richtig tolles Spiel für Multiplayer. Sports, Mario Kart und dieses Farbspiel ist für mich jetzt nicht so toll. Ja, da hast du schon recht. Aber ich glaube, die Switch ist auch nicht ausgelegt für so MMOs oder so. Für die ist sie recht zu schwach. Das werden sie wahrscheinlich auch... Okay. What? War denn das? Die haben sich hier gerade voll gefightet in der Luft. Yay, gewonnen! Ich denke, das wird die nächste Konsole auch nicht schaffen, so richtig Multiplayer. Also von Nintendo. Also zu schwach ist es AI nicht, wenn selbst Hogwarts Legacy dafür herauskommt. Aber für viele Publisher aufgrund des Multiplayer-Funktionen D. Ja, ich meine, sie haben ja auch Probleme mit ihrem Online-Service. Switch Online ist nicht gerade
optimal. Wir haben Kushala Daura besiegt. Wie oft müssten wir das jetzt noch so machen? Ja, wow. Okay. Oh, ich habe immer noch kein Foto von dem doofen Ding. Oh, das andere ist zu weit weg. Gemein. Stahlwerk? Wer ist... Ah. Ja, stimmt. Nicht optimal, XD. Das hast du aber sehr freundlich ausgedrückt. Das ist grausam und das sagt jeder. Und meine Freundin liebt Nintendo ab. Ja, das ist so. Also, Nintendo musst du dir nicht kaufen für die Online-Funktionen. Die sind richtig schlecht. Und die Unterbrüche die ganze Zeit, klar, ist nicht gut. Überhaupt nicht. Da haben sie Nachholbedarf. Aber ich meine, schau mal, was Nintendo rausbringt. Die letzten beiden Pokémon waren unter aller Sau. Mit den vielen Bugs, Glitches, USW und sie wollen das ja auch nicht unbedingt verbessern. Ich glaube einfach halt, wir sind jetzt so irgendwie angekommen an einem Punkt, wo sie sich auf ihren Lorbeeren versuchen auszuruhen. Ja, natürlich, aber selbst die Online-Verbindung bei Nervi war besser wie das Ding. Ja, das war sie. Da hast du recht. Eben, ich habe das Gefühl, sie ruhen sich nur noch aus auf ihren Erfolg aus, aber bringen nicht mehr wirklich was Optimales. Guten Tag, Eule. Ich brauche ein bisschen von deinem Zeugs. Hab ich... Ah, ich mag das nicht. Ich will keine... Liefere Reno plus ein. Das sollte ich auch mal noch machen. Das auch. Viele Spiele, die heutzutage rauskommen, sind auch nicht alles Grafikwunder und sind auch machbar für die Switch, aber aufgrund des Online. Ja. Also ich finde ja schlimm, dass du im Moment so viel musst bezahlen für den Online-Service. Das geht ja mal gar nicht, was die da abziehen. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Komm, wir machen den nochmal. Ich muss mich ja hochleveln.
Hochleveln, hochleveln. Ein Lost Ark ist kein Grafikwunder und auf allen Oberflächen verfügbar, nur nicht auf der Switch, und die könnte locker das stemmen, aber auf. Ja. Sind sie irgendwie auch selber schuld, wenn sie das nicht fördern wollen? Sie verlieren ja so die Möglichkeit, mehr Geld zu machen. Diese Idioten. Eigentlich sollten ja die Nintendo Konsolen für den Multiplayer gedacht sein, aber ja, sie haben es versaut. Versaut. Also nicht, dass sie schlecht ist, aber... Sowas, dass du einfach Partys, also Voice Chats App aufmachen kannst, ist gar nicht bei Nintendo dran zu denken. Nein, ist es nicht. Das haben sie auch nicht. Glückswesen. Hol das Glückswesen, sonst bringe ich dich um. Nimm es mit. Er hat's nicht mitgenommen. Junge, nimm das Wesen mit. Nimm es mit. Wo ist es überhaupt? Ja, geht doch. Mehr Belohnungen, Belohnung. Immer gut. So. Ja. Ich meine, Nintendo ist eh die, wenn man es so vergleicht mit den anderen Konsolen, eh die, die hinterherhinkt. Es war auch okay, dass Nintendo schon immer dafür stand, mit vier Leuten im selben Raum zu spielen. Aber angefangen mit Wii wollten es AI doch auch. Was geht da so? Ja, vielleicht haben sie das irgendwie nicht geschafft. Keine Ahnung, was sie da, wieso sie da nicht weiter gegrübelt haben. Ich mag's nicht, wenn der sich unsichtbar macht. Das mag ich nicht, Camellios. Au! Ich hab den Schlag nicht mal gesehen. Ich fliege zu dir. Yo! Ich meine, Switch muss sich jetzt eh langsam überlegen. Also Switch, Nintendo. Ups, was sie machen sollen. Mehr Multiplayer-Funktionen und auch passend dafür Spiele, wäre ich definitiv geneigt dazu, mir eine Switch zu holen. Aber so wie. Ja. Eben, sie müssen sich eh langsam überlegen, was sie machen. Ich meine, die großen Publisher, Xbox und PlayStation, also Xbox, Microsoft, kaufen immer mehr Zeug ein und sie bleiben hinten. Ja. Wie lange das noch gut geht, ist dann auch die Frage. Vielleicht ist Nintendo irgendwann aus dem Rennen. Ich habe hier einfach noch keine einzige... Dore, dore.
sollte hier mal was freischalten. Wieso habe ich das nicht freigeschaltet? Nur weil Monster Hunter dafür eher bei manchen Titeln rauskommt oder nur für Nintendo rauskommt, werde ich mir dennoch nicht extra für. Nee, und heutzutage kommt es ja später dann meistens auch für andere Konsolen raus. Ich meine, das ist ja jetzt ist es für alle Konsolen draußen. Wenn sie so weitermacht, wird vielleicht Capcom irgendwann eh nicht mehr mit ihnen dealen. Oder sie werden aufgekauft von Microsoft oder von Sony. Schauen, was die Zukunft bringt. Steam Deck macht vieles weitaus richtiger als Nintendo, aber kostet natürlich auch das 3- bis 5-fache mehr wie eine Switch. Ja, aber eben das Steam Deck gehört ja eher zu dem PC. Also zum PC ist ja PC-Handheld sozusagen. Ja, mal gucken, wie sich die Nintendo sich weiterentwickelt, was sie da noch machen wollen. Ist dennoch ein Handheld wie eine Switch auch und kann genauso an den TV angeschlossen werden. Nur, dass dort Multiplayer direkt gefördert wird. Ja. Hier liegt der Schwanz von ihm. So. Kleiner Drachenheld ist. Ja, ist okay. Bis gleich. Nee, bleib da. Bleib da. Camellius, du Feigling. Mach dich nicht wieder unsichtbar. Bungee Jumping mit Morphax. Einmal hoch und wieder runter. Oh, ich liebe diese Waffe. Okay.
Itadaki! Wo geht's hin? Na, das ist nach unten. Yay! Ich sollte wieder mal Waffe schleifen. Kurz aus dem Kampf. Okay, perfekt. What? Ich hab den noch nie fliegen sehen. So richtig fliegen. Geil. Oh nee, ich wollte nicht auf ihn drauf. KO! Dreimal an die Wand geklatscht. Oh, ouch. Jetzt wäre ich fast ins Gift gelatscht. Au. Hey, ich bin dem Gift ausgewichen. Cool. Cool, cool. Los, alle ran. Hebt die Waffen auf und kämpft. Oh nee, nee, nicht Gift. Böses Vieh. Ganz böses Vieh. Ich mag's nicht giftig. Aus dem Weg! Oh nee. Jetzt ist die Schärfe wieder nach unten. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn die kurz vorm Abkratzen sind. Zu dumm zum Ausweichen. Ich drück immer Kreis. Leute, haltet ihn auf! No! Ich muss mal wieder auf den Hund wechseln. Ich nehme die Katze immer mit. Wow, wieso? Okay. Nee, nicht trinken. Nein, das war zu hoch. So geht's auch. Können wir eh nicht fangen, da das ein Drachenältester ist. Der kann nicht gefangen werden, leider.
Leider, das müssten sie auch mal einbauen. Drachenältesten fangen. Oder wenigstens wieder wie in Monster Hunter World. In der Basis ein Käfig für die gefangenen Monster, das wäre auch geil. Das würde mir Spaß machen. So. Welches Monster nehmen wir uns als nächstes vor? Die Wahl der Qual. Ach du Heilige, schon wieder? Ah, ich bin ja einmal gestorben. Weniger Geld? No, ich brauche das Geld doch. Ja, schön für die Rabatte. Ich brauche die Rabatte nicht, ich brauche Geld. Wie gesagt, über Extras im Spiel und alles Mögliche freut man sich natürlich. Aber was mich einfach freuen würde wirklich, wäre, dass die neuen... Ja, nicht immer so ein Day One Patch. Wenn die Spiele wieder mal wirklich gut rauskommen würden, wäre ich auch happy. Da wäre ich auch happy. So, wir machen Kushala Daura. Noch einmal bitte. Komm schon. Es macht keiner Kushala. Ich will doch nur Omino. Vielleicht nochmals Chameleos. Ich will einfach nur Level steigen. Kampfmechanik alles super. Aufgrund, dass es so miserabel rausgekommen ist, ist es jetzt schon komplett uninteressant geworden. Ja, ich finde, es hat auch zu wenig Monster drin. Ja. Ich spiele es auch nicht mehr wirklich. Ja, mal gucken, vielleicht kommt hier das nächste Monster Hunter World mit so Baumechaniken rein. Bitte nicht. Wow. Nargaruga. Ich hoffe nicht, weil so eine Laserkanone aus Schuhkartons zu bauen, habe ich keinen Bock drauf, XD.
Wow! Camellia steht bei mir! Ja! Aber ist doch cool, die Schuhkarton-Laserkanone! Yay! So, wir müssen noch ein bisschen weiter. Oder Kartons zu stapeln, nur um von oben anzugreifen, weiß auch nicht. Will ja nicht im Getränkelager arbeiten, XD. Ja, mal gucken, was die als nächstes so planen mit Monster Hunter. Wandlaufes einbauen. Aber nein, man muss die Getränkekisten stapeln, um wo hochzukommen. Ja, sicher, hallo? Geht nicht ohne Getränkekisten stapeln. Ja, eins haut es wieder ab, das böse Chamäleon. Ja, ja, die Spiele heutzutage.
Nee. Wow. So. Au. Oh Mann. Los, Leute. Ouch. Yay, bekommen wir jetzt. So geht's auch. So geht's natürlich auch. Ups, falscher Knopf. Egal. Nicht so schlimm. Amelios ist eh. Oh mein Gott, meine Waffe ist am... am roten Bereich. Au. Hier bleiben, Camellios. No, bleib hier. Es geht hoch, schnell. Ups. Nicht so schnell. Ah, hinterher. Geschafft, Leute, geschafft. So. Jetzt müssen wir ihn nur noch ausnehmen und dann geht's auf in die nächste Runde.
Schon wieder ein Edelstein. Ich bekomme jedes Mal 2-3 Edelsteine raus. Geil. Geil. Oh. So, ich bin kurz auf dem WC. Komm gleich wieder. Ihr kriegt ein bisschen Musik. Bin ich wieder. Jojo, verlassen wir Himmel. Oh. Der gibt uns Gildenjoine. Welchen Rang haben wir jetzt inne? Welchen Rang? Bin ich jetzt? Jägerrang 36. Und wir müssen auf 40. Machen wir zur Abwechslung mal wieder ihn. Das Schlangenmädchen, die Donnerschlange. Er ist natürlich wieder. Aufskalieren und dann go. Ich hoffe, sie macht jemand. Narva. Yay. Auf zu Narva. Okay. Okay.
Wie weit sind die schon? Wo bist du? Au. Das war, glaube ich, so geht's auch. Ups. Voll reingesprungen. Ich hasse es. Ich habe einfach die falschen Tasten. Au. Oh, sie wurde unterbrochen. Das ist ja mal geil. Au. So. Oh oh. Yo. Fire frei. Bombardiert das Mistspiel. Wow, jetzt hatte ich aber Glück. Oh.
Kämpft der Kampf der Kämpfe! Tötet das unholde Vieh! Hopp! Nee! Jo. Los, schlachtet es hin. Das Monster ist erledigt. Next. Schnell, schnell, Leute, schnell ausnehmen. Und jetzt runterspringen. Nee, kann man leider nicht. Aber ich kann... Oh, schade, kann man nicht aktivieren. Das wäre jetzt lustig. Lustig. So. So, ich mache noch einen Kampf und dann werde ich offline gehen für heute. Was machen wir denn für den letzten Kampf? Also erstmal müssen wir essen. Ja, wir sind stark. So. Dann machen wir doch das, wenn jemand drin ist, zum Abschluss von heute. Tudut. Oh nee, die haben die Hälfte schon geschafft. Oder sogar mehr. Na toll. Na, Dolly, Dolly.
Dann müssten wir halt nur noch die Spinne besiegen. Und hier ist sie schon, die Spinne. Die kleine Spinne, Spinne, sie krabbelt hinauf. Nee, wieso ist die so schnell? Hallo, Madame, bleiben Sie bitte hier. Sie können doch nicht einfach wegrennen. Nicht bis oben. Okay. Au! Hey, jetzt beruhig dich. Ich kann auch nichts dafür. Ups. Substanz. Okay. Was? Das ist doch kein geiler Abschluss, hallo? Nee, nee, nee. Das geht nicht. So lass es natürlich nicht auf mir sitzen. Na, ist ja klar. Machen wir lieber noch einen. Suche mir doch Daora zum Abschluss, wenn ihn jemand macht. Gleich gegen den bösen Stahldrachen.
Hier ist er ja schon, der Kleine. So. Die Morphax muss reinhauen. Gott, Wirbelstürme. Wo geht's durch? Jojo, Jungs und Mädels, der Drache hat's in sich. Der kann schon zuschlagen, der Junge. Wow. Au. Lass mich doch hochfliegen. Und runter brettern. Oh mein Gott. Wir haben hier einen Feind. So, und jetzt. Ja, jetzt müssen wir warten. Autsch, das hat sicher wehgetan. Nicht schlechter Specht, jetzt konnten wir gleich alle Monster hier. Einmal reiten. Oh mein Gott, ich habe einen Überblick mehr. Jo. So. Bleib, wo du bist.
Na. Flieg drauf und davon. Das kleine Balk. Zum Schluss wird noch meine Waffe unbrauchbar. Oh, 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 ja, geh weg. Bleib weg. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Der Angriff nimmt ja mega. Huch. Das war heavy. Autsch. Der hat gesessen, der Angriff. Ist immer noch nicht im... Okay. Okidoki. Dann schweben wir mal davon. Huch!
irgendwie werde ich weggeweht. Nein! Ich mag seinen Wind nicht. Und gleich nochmal. Hi. Katze. Der will heute nicht down gehen, der hat keinen Bock. Oh ja, Revierkampf. Voll auf mich drauf, mit vollem Karacho. Oh, entschuldigen Sie. Falsches Monster getroffen. So. Das Ding sollte nicht mehr lange leben. Wow, was machen wir hier? Gruppenkuschel? Weg. Und geschafft! Ja! Yeah! So.
Ach, dein haariger Fellball rennt ja auch bei dir rum, XD. Ja, der rennt auch bei mir rum. Der möchte auch langsam geknuddelt und geknuffelt werden. Meiner sitzt auch gerade voll vorm Bildschirm und ich sehe nichts. Ja, ich werde mich eh gleich um die zwei kümmern. Bisschen spielen mit denen. Gell, du Knuffel? Fellball. Du Fellball. Du Fellball, du. Für heute war ich lange genug online. Habe ich jetzt gespeichert? Meiner hat gerade gefressen. Der ist alt, also weiß ich, was jetzt passiert. Er wird wieder ratzen. Ja, ne, meine brauchen schon noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Gell? Ganzen Tag so rumliegen ist nichts für euch. Ja, ja, armes Junges, du. Armer Kleiner. Ja, dann wünsche ich dir. 10 Sekunden und danach hat er keinen Bock mehr. Nee, meiner kann lange spielen. So, und ich kümmere mich auch gleich um beide. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bye.